Okay, da sind wir wieder bei Minecraft Hardcore mit mehr als einer Änderung. Also sowohl beim Stream-Setup hat sich ein bisschen was getan. Neues Mikrofon. Zum ersten Mal in Minecraft Hardcore, aber ich habe es schon in ein paar anderen Streams verwendet und auch schon in ein paar Videos. Wir haben jetzt auch, beziehungsweise das hier wird wahrscheinlich die erste Minecraft-Aufnahme sein, die auf dem bald entstehenden VOD-Channel kommt, mit Chat-Overlay sogar. Also wir haben jetzt hier im Stream kein Chat-Overlay, aber der VOD sollte dann hoffentlich eins haben, wenn das alles klappt. Und man sieht, es ist ein bisschen kaputt hier. Ich verwende nicht mehr Optifine. Ich bin jetzt gewechselt auf den Fabric Loader mit ein paar Mods, die halt versuchen, möglichst viele Optifine-Features halt zu ersetzen. Zusammen halt mit Mods wie Sodium, Iris, Phosphor und so weiter. Und besonders, der Grund dafür ist, ich möchte einfach, wie man gerade gesehen hat, ich habe jetzt Replay-Mod. Ich habe jetzt, genau, Lightmatica. Das wird mega praktisch, wenn wir die Maya-Stadt weiterbauen wollen. Ich muss dann endlich keine Screenshots mehr referenzieren, sondern ich kann wirklich in meine Kreativwelt gehen, den Bereich auswählen, als Schematic speichern und dann als Hologramm an Ort und Stelle einfügen und sehe dann praktisch wirklich, wie das, was wohin muss. Ich bin mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, aber ich denke, das heißt, ich muss nichts freestylen. Weil gut, bei der Burg muss ich ein bisschen was freestylen, weil ich habe sie nicht 100% fertig gebaut. Aber ich muss nicht mehr ständig auf Screenshots gucken dafür. Und was wir jetzt auch haben, ist Mini-HUD, was halt einfach ein besserer F3-Screen ist. Ich würde am liebsten eigentlich gerne F3, den normalen F3-Screen, der ist jetzt so überladen durch die ganzen Mods, den würde ich am liebsten einfach komplett wegmachen und Mini-HUD auf F3 legen. Und das kann ich halt komplett anpassen an meine Bedürfnisse. Wir haben hier ein Light-Level-Overlay. Wir haben unseren Tag-Counter, wir haben unsere Koordinaten. Was wir zum Beispiel auch haben, ist Slime-Chunk. Also hier ist zum Beispiel anscheinend einer. Wir können sehen, wie viele Bienen am Nest sind. Wenn ich Shift drücke, kann ich gucken, was in meinen Schulkerboxen drin ist. Ich kann auch eine Karte nehmen. Also wenn ich jetzt hier die Karte nehme. Ich kann die Karte checken, ohne dass ich sie in der Hand haben muss. Aber das heißt, den normalen F3-Screen brauchen wir eigentlich gar nicht. So, das machen wir aus. Und was ich auch noch gerne bauen möchte heute, beziehungsweise falls wir das heute schaffen, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, wäre ein Indikator für die Wirbelskelettfarm, damit ich ungefähr weiß, wie viele Wirbelskelette oben stehen. Für die Guardian-Farm habe ich übrigens auch entschieden, dass wir da wohl den Grinder, also den Teil, wo die Guardians sterben sollen, in den Nether verlegen werden. Dafür müssen wir aber unter Umständen wahrscheinlich die beiden Portale da ein bisschen, also das Portal im Nether und sein Gegenstück in der Oberwelt müssen wir wahrscheinlich einfach verschieben, dass sich das nicht gegenseitig beißt. So, wollen wir doch mal schauen. Move to Player. Okay, wir müssen es eins niedriger. Ja. Ach, vorhin müssen wir das Ding auch noch drehen. Im Moment gucken wir uns das Ding von hinten an. Und jetzt ist es. Ja, jetzt haben sie. Müssen wir es nochmal richtig ausrichten, aber da ist das Tor. Und ich nehme an, der Block da ist der Ursprung. Das heißt, theoretisch, wenn wir uns hier hinstellen. Also richtig hier hin. Ja, fast. Und noch eins runter.
Ja, genau. Also man sieht schon, was ich vorhabe, oder? So, ich schlafe einmal wegen der Phantome und dann probieren wir einfach mal so zu bauen. Ah, okay, Phantome. Phantommodelle sind kaputt, aber ganz ehrlich, damit kann ich auch leben. Man hat auch gesehen, ich habe auch schon ein paar andere von den Gebäuden eingespeichert. Ich habe aber zum Beispiel noch gewartet. Ich habe zum Beispiel jetzt die Schwerindustrie auch fertig, beziehungsweise die Schmelzen und Schmieden halt. Der ist die Tage fertig gemacht. Die könnte ich auch zum Beispiel einspeichern. Und die Nahrungsgebäude habe ich festgestellt, damit warten wir besser nochmal. Weil die ja auch aus so einer Art Lehm gebaut sind, zumindest erkennbar anhand der Textur. Und ich wollte dafür bisher Sandstein verwenden, aber jetzt mit 1.19 gibt es ja demnächst beziehungsweise die Version ist ja schon draußen, ich habe nur noch nicht geupdatet, gibt es ja die neuen Mud Bricks und ich habe das Gefühl, die könnten prädestiniert dafür sein. Das heißt, das möchte ich erstmal ausprobieren. Unter Umständen können wir auch das Wasserwerk, zumindest die Kupferblöcke damit halt austauschen, weil das vielleicht besser passt. Vielleicht halt wirklich überlegen, ob wir noch irgendwie hier eine Redstone-Schaltung reinkriegen. Aber das ist auf jeden Fall zu komplex. Und das muss halt, glaube ich, auch speziell auf dieses Gebäude zugeschnitten werden. Ich weiß auch nicht, ob mir das so gefällt, dass der Boden von oben halt hier unten noch die Decke ist. Hier wäre es wirklich cool, wenn man zwei verschiedene Slabs in einen Block packen könnte. Weil dann könnte ich hier oben die Cut Sandstones und das Prismarin als obere Slab verwenden und dann Andesite halt als untere. Ja, aber hat doch, finde ich, was hier. Jetzt mit den Wänden sieht es halt auch innen doch direkt viel mehr nach was aus. Na, weg damit. Aber dann haben wir auch endlich hier mal ein bisschen mehr Weg. Meine, wir haben immer noch nur zwei Gebäude hier in der Ecke stehen. Das wird wahrscheinlich später noch mehr. Mal gucken. So, wenn die jetzt da drauf fallen, funktioniert das, ne? Power 6. Damit sollte auch nichts runterfallen, was nicht runterfallen soll. So, Problem an der Sache ist nur, dass mit der gleichen Signalstärke darunter zu führen. Weil jetzt haben wir schon Signalstärke verloren. 15, 14, 12, 11, 10.
10, 9, 8. Ja. Ja, so, das heißt, wir müssen das jetzt ein bisschen rauszögern. 10, 13, 12, 11, 10. Zehn, neun, acht, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Ja, das ist jetzt eins zu viel. Wir müssen hier irgendwie noch eins loswerden. Ja, das passt. Das geht. Ich kann ja auch den, ich kann ja auch bei den benachbarten Ja, ich kann auch den Benachbarten powern. Das funktioniert. Genau so muss das. Das Ding ist, wenn ich hier AFK stehe, habe ich immer das Problem, dass ich anhand der Geräusche mich manchmal verschätze, wie viele Skelette wirklich oben sind. Und ich dann hochlaufe und dann sind irgendwie nur vier oder fünf da. Und jetzt weiß ich halt, wenn ich alle drei Lampen leuchten, brauche ich gar nicht runterzugehen. Ja, jetzt leuchtet es. Jetzt müssten jetzt 17 da sein. Aber das kann ich jetzt natürlich schlecht zählen. Weil das Einzige, was hier ankommt, ist Power 15. So, hier machen wir dann noch mit dem Glas dicht. Aber nice, da haben wir doch ein bisschen was geschafft. Wir haben die Burg gebaut. Wir haben ein paar Straßen gezogen. Wir haben das hier hingekriegt. Und ich würde sagen, das reicht auch für heute. Aber wir können ja jetzt, vor allem wenn 1.19 da ist und wir dann Mudbricks haben, können wir eigentlich dank Lightmatica beim Bau der Maya-Stadt richtig ausrasten. Okay, und damit sind wir zurück beim Minecraft Hardcore nach einer Woche Pause, in der ich ein bisschen was vorbereitet und geplant habe. 1.19 wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil diverse Mods noch geupdatet werden müssen. Insbesondere Lightmatica wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber es gibt einiges, was in letzter Zeit liegen geblieben ist. Ich möchte heute endlich mal die Felder erweitern, auch um Karotten und um Kartoffeln. Die Framerate ist gerade total am Arsch, habe ich das Gefühl. Ich möchte den Steingenerator verlegen. Hier hin, dass der auch ans Sortiersystem angeschlossen ist. Ich möchte... Moment, wo ist es? Genau, hier möchte ich einen automatischen Flaschenfüller haben. Das Brauen einfach ein bisschen angenehmer ist. Da habe ich auch schon eine Schematik vorbereitet. Und was sagt das schlaue Buch? Genau, Steingenerator. Spawnchunks markieren. Das Ding. Ich möchte die Maya-Burg, da habe ich eine Pistentür vorbereitet, die genau passen sollte. Und generell die Umgebung von Crossroads-Tempel. Also gerade... Nee, andere Richtung. Gerade hier in die Richtung. Da ist einfach diese fette Wand. Das möchte ich eigentlich weghaben. Ich frage mich eh, was ich hier mit den Weiden in Zukunft machen soll, weil brauchen wir halt eigentlich nicht mehr. Also, ich meine, Leder kriege ich von Picklins. Das heißt, die Kühe kommen vielleicht einfach weg. Ich meine, das ist eher auch besser für die Performance hier in der Gegend. Und ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht langfristig, ob ich hier Baumfarmen mache oder ob ich das vielleicht, wenn wir irgendwann ein Wikingerdorf bauen, dann da integriere. Allerdings muss das natürlich abwegs dann unterirdisch sein, weil die Wikinger waren, glaube ich, nicht dafür bekannt, mit TNT-Duplikatoren zu arbeiten. Anyway, ich würde sagen, wir fangen mit dem Flaschenfüller an. Ach ja, kleines Upgrade hier. Wir haben jetzt zwei Piglins, die traden können und eine Pistenclock, die das regelt. Kann man verwenden, einfach damit das ein bisschen angenehmer ist. Aber langfristig brauchen wir, finde ich, schon noch so ein Ding mit 24 Piglins, die dann an einem Ort stehen und Speed traden.
Aber dafür habe ich im Moment, glaube ich, noch nicht die Nerven. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das reicht sogar. Also das... Stimmt, ich habe die Slots von dem Dropper nicht eingerechnet. Weil eigentlich wären es zwei Flaschen zu viel gewesen. Es passen ja 3 hier rein, 5 hier rein und 54 hier rein. Aber die restlichen 2 kommen dann hier rein und das passt dann. Also gar kein Thema. So, wenn ich hier hingehe, dann kann ich auch das befüllen. Das ist okay. Funktioniert. So, ich meine, ich finde es ein bisschen uncool, dass wir hier dann halt ein bisschen Redstone-Zeug sichtbar haben. Aber wenn wir dafür eine Pistentür haben, sei es drum. Ja, wenn wir das jetzt noch resetten. Müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Ja, es funktioniert. Operation gelungen. So, theoretisch müsste das jetzt hier durchlaufen. Jo. Funktioniert. Es funktioniert. Ich find's toll, wenn ein Plan funktioniert. Okay, bis einschließlich Chunk-Grenze haben wir gemacht. Okay, da haben wir es. Man kann hier noch so viel draus machen, wie man will. Ich wüsste halt nur nicht so wirklich, was. Thank you.
Okay, aber ich denke, das ist erstmal okay, wie gesagt, mit den Kartoffeln. Da müssen wir uns noch was überlegen. Also wir müssen erstmal Kartoffeln irgendwo herkriegen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo man die am besten kriegt. Ich habe wahrscheinlich auch schon zig gefunden und einfach nicht mitgenommen, weil ich gesagt habe, was soll ich damit? Naja, was ich mir halt wirklich auch noch überlegen muss, weil ich finde es langsam einfach nicht mehr tragbar, ist, dass ich die Insomnia Game Rule aktiviere, dass wir keine Phantome mehr haben, weil warum soll ich die da behalten? So, sie sind keine Bedrohung mehr für mich. Sie haben nichts an Drops, was irgendwie, ich meine, ja, Phantommembran. So, du kannst zwei Dinge mit denen machen. Du kannst Slow Falling Potions machen, dafür haben wir genug, und du kannst deine Elytra reparieren. In einer Welt, wo es Mending gibt, ist das ziemlich sinnlos. Also, ja, sie stören einfach nur. Sie fügen der Spielerfahrung nichts hinzu. Ich hoffe, dass Mojang irgendwann sich nochmal was für die überlegt, aber das ist überhaupt nicht in Ordnung. Und die Alternative ist halt ständig schlafen. Und ich, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, jetzt künstlich diesen Tage-Counter hochzupuschen. Okay, und damit sind wir wieder bei Minecraft Hardcore. Immer noch in Version 1.18, deswegen arbeiten wir auch heute wieder hier weiter an Crossroads Temple, da wir ja beim letzten Mal nicht fertig wurden. Aber ich möchte auch, je nachdem, wie es mit der Zeit hinhaut, deswegen sammeln wir erstmal das Material, während hoffentlich die Welt noch ein bisschen reinlädt. Sammeln wir das Material für denn das erste große, nee, nicht das erste große, das erste mittlere Wohnhaus, wo wir dann vielleicht auch schon den ersten Villager Breeder integrieren können, dass wir mal die zwei Villager aus dem Nether holen, weil die sitzen da jetzt bestimmt auch schon ein paar hundert Tage. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe jetzt die Game Rule aktiviert, dass keine Phantome mehr kommen. Ich hoffe zumindest, dass es das jetzt funktioniert hat. Weil das hat sonst einfach keinen Zweck. Ich habe extra den Tag notiert, ich halte das fest. Ganz ehrlich, ist mir egal, wenn das für manche da nicht mehr richtig hardcore ist. Also, ich glaube, Phantome wären nicht das, was mich getötet hätte. Das Ding ist, die Bewässerung funktioniert sowieso nur auf der gleichen und ich glaube, ein Level unter dem Wasser, deswegen können wir das hier nicht hochführen. Das heißt, hier machen wir einen harten Schnitt. Ja, wir machen hier einen harten Schnitt. Und haben dann hier ein Geländer. Merkt ihr etwas? Merkt ihr diese Stille? Es ist wundervoll. So, das ist fast durch. So, hier wollte ich ja Beetroot hinpacken, auf die kleinen Felder. Und dann hier irgendwie, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, was es noch gibt. Ich glaube, sonst gibt es eigentlich nichts mehr an Pflanzen. Sweetberries werden nicht auf die Weise angepflanzt. Ich meine, da könnte man theoretisch auch kultivieren. Also hier könnte man sogar noch einige Felder machen. So, das Ding ist, die haben halt keinen, ach, die haben keinen Tageslichtsensor, ne? Das können wir jetzt auch schlecht integrieren. Oder? 16 Terabyte Festplatte. Nee, ich habe intern nur zwei mit vier, eine SSD mit einem Terabyte und halt noch eine externe mit 3 Terabyte, die halt aber langsam halt voll läuft, weil ich halt noch die ganzen Videos von vor dem Relaunch drin habe. Können wir hier irgendwo einen Tageslichtsensor verstecken? Geht das? So, hat doch was. Damit ist auch für nächtliche Ernte gesorgt. Abgesehen davon, dass ein paar von den Sachen auch schneller wachsen werden, weil sie halt da mehr Licht haben. Das Ding ist, ich weiß noch nicht, was ich hier aus der Seite mache. Also ob ich die terraforme. Also auch, dass ich hier richtig Wüste draus mache, damit das wieder irgendwie passt. Macht eigentlich am meisten Sinn, weil der Tempel halt zumindest hier im direkten Umfeld eigentlich vollständig in der Wüste sein sollte. Okay, ist besser.
Aber wie gesagt, wir müssen halt echt noch uns überlegen, oder ich muss mir überlegen, was wir in der Richtung so alles haben wollen. Und wie das dann aussehen soll. Also ich glaube, es macht am meisten Sinn, halt die Wüste hier in der Richtung halt zu schließen. Dass wir zumindest halt im Umfeld komplett was haben. So, die Frage ist. Ich meine, ich glaube, das einzige mittlere Wohnhaus, was ich bis jetzt platziert habe, ist das bei der Mana-Produktion. Ich weiß halt nicht, was ich, ob sich hier. Das Ding ist, hier hätte ich halt, wenn gerne, auch irgendwie zwei. Aber es macht auch eigentlich dann mehr Sinn, hier zwei große zu haben. Und zwei große könnten zu viel sein, wenn ich die wirklich mit Betten vollstelle. Aber ich hätte halt schon gerne, dass die beiden Villager, die da sind, halt auch schon in den halt verlegt werden können, dass sie als Breeder agieren können. Kompliziert gerade. So, damit haben wir zumindest schon mal Wege, aber ich glaube keinen, der wirklich eben verläuft. So, ich dachte schon, ich hätte die Raketen oder den Lightjar weggeräumt. Aber die Straßen helfen schon. Na gut, hier haben wir keine Fackeln verteilt bei der Straße. Hier ist ein mittleres Wohnhaus. Create Placement. Rotation. Ich kann jetzt gerade ganz schlecht erkennen. Ja, das hier ist es. Das ist es. Okay, bauen wir es. Hat doch was. Kann man, finde ich, nicht anders sagen. Wir können noch mal einen genaueren Blick reinwerfen. Und vor allem gucken, ob das ja auch spawn-proof ist. Ja, ist es.
meine, gut, das mit der Decke innen kann man vielleicht noch, ich meine, hier kann man locker noch eine Polished Andesite-Wall, nicht Wall, Decke reinziehen, wenn man möchte. Um den Innenteil habe ich mich halt bei der Planung weniger gekümmert. Aber 20 Betten kriegst du hier bestimmt rein. Je nachdem, wie sehr du stapelst, oder beziehungsweise wie eng du sie beieinander machst. Ist natürlich weniger, wenn man noch einen Villager-Breeder hier drin haben möchte. Was wahrscheinlich dieses Haus hier leisten muss, damit hier halt immer schön was rumläuft. Aber ich bin zufrieden und ich fand, das ging jetzt auch in einer total annehmbaren Zeit. Also ich bin mich mal sicher, ob sich der Timelapse, also ob da so viel beschleunigt sein wird. Oder beschleunigt war. Das könnt ihr mir dann im Highlight-Video sagen. Ich danke auf jeden Fall fürs dabei sein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Hardcore. Bis dahin.